Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room. Wir haben das letzte Kapitel abgeschlossen gehabt und da hat sich ja dieser wunderschöne Tisch geöffnet. Und jetzt stellt euch mal vor, der war ja vorher ein ganzes Stück kleiner, wo ich sag mal vier Mann ranpassen. Jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr habt so einen Tisch, oben komplett glatte Oberfläche als Essenstisch stehen. Ihr erwartet vier Leute als Besuch, zieht unten an so einem Hebel und der öffnet sich auf einmal so und da passen dann auf einmal 8 bis 10 Personen ran. Das wäre doch eine geile Erfindung. Aber gut, wir gehen weiter, wir fangen hier an. Eine Runde große Aussparung. Ja, kann ich damit nichts machen? Kann ich mit den Bällen hier was machen? Nein. Hier. Kann ich auch nichts machen? Dann. Was ist das? Hier war doch was. Genau. Hä? Ein Messing-Kurbelgriff. Und ein Zettel. Ich mag es ja zu lesen in Spielen. 15. August. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe die Beschwörungsformel genauestens eingehalten. Astaroth ist nicht erschienen. Keine Antworten haben sich offenbart. Mehr Fragen. Einmal auf Pause drücken und lesen, bitte. Wenn ihr das lesen wollt. So, ich habe jetzt sowas hier. Damit kann ich noch nichts machen. Okay. Aber für was soll der Kurbelgriff sein? Hä? Ich sollte auf der Oberseite nachsehen, ob ich noch etwas tun kann. Ja, ich bin auf der Oberseite. Ich kann hier gar nichts machen irgendwie. Hier vielleicht noch irgendwas anderes Verstecktes? Nee. Ach hier, hier haben wir wieder sowas. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. Was habe ich gemacht? Non East et Astra Molis Eteris 6. Okay, wir haben jetzt ein Schwert. Das sieht mir wieder hier nach so einem Dingsbums aus. Kann ich das hier irgendwie... Ich muss doch hier bestimmt so eine Art Dolch draus machen, oder? Ah, okay. Ah. So. So. Ein verzierter alter Dolch. Und lasst mich raten. Ja, wer hätte es gedacht? Ähm.
Ich war das nicht. Hä? 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 Was zum... Was muss ich da machen? Ah! 1, 2, 3, 4, okay. Okay, das schien wohl richtig zu sein. Ein Auge. Und das hier hinten hat sich wieder geändert. Ah, hier. Das, das und in der Mitte. In der Mitte. Und das da. Okay, jetzt wird's interessant. Das ging recht einfach, muss ich sagen. Ein großes Goldamulett. Hatten wir hier nicht noch irgendwas, das da, mit der Aussparung? Okay. Was habe ich bitte schön gerade gemacht? Alter, das ist mal richtig geil gemacht. Und wofür sind die Pfeile hier gut? Ich verstehe rein gar nichts, aber okay. Hä? Also oben 1, unten 2. Kann man das hier vielleicht schon... Oben 1, unten 2... das nächste wäre dann das da bestimmt. Das war unten. Mitte 1. Und ich glaube, das waren 2, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das waren auch wieder 2. Ey, ist doch der Apparat von dem Zettel. Die Nullenergie zur Nutz... Was? Zur Nutzbarmachung des... Die Energiequelle zur Nutzbarmachung des Nullelements. Meine Güte. Nebenbei trinke ich mal kurz einen Schluck. Okay, jetzt wieder hier hin. Huch, wo sind wir denn jetzt?
Moment, hä? Da unten fehlt doch was. Ach, hier. Ja. Okay. Das ist halt richtig geil gemacht. Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Ja, Kapitel ist abgeschlossen. Folge ist hiermit zu Ende. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.